Ahoi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei BioTV. Ich sitze am Steg, stehe am Steg und heute wollen wir uns um geile Fender kümmern. So ihr Lieben, ich hänge hier bei mir in der Bugskiste Achtern und ich zeige euch heute mal die Popfender. Ich weiß, einige von euch haben schon gefragt oder eher schon viele haben gefragt, wann wir die Dinger denn endlich mal zeigen. Ich muss ganz ehrlich sein, so richtig im Einsatz kann ich sie euch heute auch noch nicht zeigen, weil wir haben noch keine Fahrt gehabt, an dem wir mehrere Boote waren, die irgendwo im Päckchen lagen. Ja, die Saison fängt ja auch gerade erst an. Da werde ich auf jeden Fall immer mal wieder Shorts zu einblenden, aber heute packen wir das Ding jetzt einfach mal an und ich sage euch mal die Vorteile, die ganz klar auf der Hand liegen und natürlich ein, zwei kleine Kritikpunkte. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Freunde, ganz klar, schaut euch hier meine Kiste im Achterbereich an. Hier passen normalerweise, naja, also wenn ihr so einen Fender nehmt, der jetzt da so am Boot ist, ja, diesen oder auch sowas, was ich jetzt hier früher hatte, das sind meine Fender, meine Bootsfender gewesen. Dann schaut euch bitte mal an, wie groß die sind. Dann passen hier genau, ja, die sind irgendwo, keine Ahnung, die passen hier gerade so eben durch dieses Loch durch. Also das sind wahrscheinlich noch so 5 cm auf jeder Seite. Und dann kann man die hier quer reinlegen. Und wisst ihr genau, wie viele da reinpassen? 2. Und wenn wir ganz viel Glück haben, ganz viel Glück, dann kriege ich 3. Und dann passt aber hier nichts mehr rein. Und da sind wir genau an diesem Thema, was mich an diesen Sportcruiserbooten in diesen Größen so anpisst. Ihr habt eigentlich keinen Platz, irgendwo Fender zu verstauen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, so wie das fast alle machen, vorne an die Reling Fenderkörbe zu machen und dann hochkant 2 links, 2 rechts, also Backbord, Steuerbord. Fenderkörbe wollte ich aber immer nicht haben. So, was haben wir dann gemacht? Wir haben die ja eine Zeit lang vorne immer so quer unter die Reling gemacht. Also im Endeffekt nur so rumgetüdelt. Das sah auch ganz gut aus. Das konnte man so lassen. Aber als ich dann diese Popfender entdeckt habe, habe ich gedacht, das wäre ja mal der Kracher. Und ich konnte mir immer gar nicht so vorstellen, wie die Größe ist. Man kann im Internet ja auch immer schlecht sehen, wie das so aussieht an so einem Boot. Aber ich denke, an diesem Boot könnt ihr das ganz gut vergleichen. Und ihr glaubt es nicht, ich habe hier jetzt schon reingeschwenkt. Hier sind 4 Stück drin. Und ich habe die noch nicht gesehen wahrscheinlich, oder? Also, schaut hier mal so richtig tief um die Ecke. Ich hoffe, das sieht man. Hier sind die guten Fender. Und wir nehmen jetzt mal einfach den ersten hier raus. Und jetzt könnt ihr mal gucken. Zack, zack, zack. Der klappt sich jetzt wahrscheinlich auch schon automatisch hier drin aus. So. Und wenn ihr den da reinstellt, ist der so klein, dass der hier in dieser Ecke verschwindet. Und dann ist das Ganze so. Viele von euch haben gesagt, die sind viel zu klein. Nein, sind sie nicht. Denn in den meisten Fällen reichen diese Fender. Diese Fender haben einen Vorteil zu aufgeblasenen Fendern. Denn ein aufgeblasener Fender braucht immer noch eine ganze Zeit lang. Wenn ihr das mal beobachtet, wie weit ich jetzt hier... Okay, der ist jetzt auch nicht so ganz voll. Der ist ein bisschen zu voll. Aber ihr seht, bis so ein Fender euer Boot wegfedert, ja, ist erstmal noch Futter. Und dann ist der Fender, wenn ich den beide Seiten ein bisschen eindrücke, auch gar nicht so viel dicker im Durchmesser als so ein Popfender. Denn so ein Popfender ist eben aus, ja, nicht aus aufgeblasenem Material, sondern aus Kautschuk. Und dieses Kautschuk fendert sofort ab und muss nicht hier quietschen und knatschen erstmal hinnehmen. Hier habt ihr das gar nicht. Hier quietscht nichts. Ja, den können wir auch mal hier an den anderen Fender halten. So, auch hier ans Boot. War echt so ein richtig schöner Härtetest hier heute. Da quietscht nichts. So, und ihr seht, das macht auch keine Streifen. Und das ist ja auch so ein Riesenvorteil von so einem Ding. Jetzt werden alle sagen, was hast du denn da für eine Farbkombi? Aber wir fanden das eigentlich ganz geil. Schwarze Fender, weil sie werden sowieso immer dreckig. Und dann orange, ja, weil die Frau Holländerin ist, ne? Aber ich finde die Mischung eigentlich ganz geil, weil weiß fand ich irgendwie ein bisschen zu traurig, irgendwie schwarz-weiß. Blau, weiß ich nicht. Ich will so ein bisschen von dem Blauen weg. Und jetzt mit dem Orange finde ich das eigentlich ziemlich cool. Ja, die ganze Geschichte wird ja aus, wie gesagt, Kautschuk produziert. Ich blende euch die ganzen Details dazu mal ein. Könnt ihr euch nochmal durchlesen. Außerdem ist es so, wie gesagt, sie kratzen nicht, sie schrubbern auf dem Gehkot nicht ab. Ja, sind leicht und, jetzt kommt noch ein Vorteil, ich werde das jetzt mal versenken. Ihr könnt einen ganz großen Vorteil dieser Fender haben. Wenn ihr tiefe Stege habt und nehmt einen aufblasbaren Fender, würde dieser jetzt aufschwimmen. Der hier lässt sich aber sogar bis zur Hälfte ins Wasser packen, sogar bis zur ganzen Hälfte. Er geht nicht unter, er schwimmt, aber er schwimmt nicht auf. Das heißt, ihr könnt
niedrige Stege anfahren, ohne euer Boot kaputt zu machen. Wenn jetzt zum Beispiel an so einem Steg da nicht so ein Seitenfender dran ist, dann könnt ihr den zur Hälfte ins Wasser lassen und seid safe. Gerade wenn ihr kleinere Boote so im Päckchen habt und ein großes daneben, dann ist ja immer das Problem mit diesen Fendern, die schwimmen dann auf, wie gesagt, und mit dieser Geschichte habt ihr Ruhe. Sind diese Teile mal dreckig, das ist das ja, was ich euch ja eben auch schon gesagt hatte, dann kann man diese ganzen Elemente hier einzeln aneinander rausnehmen. Man kann das so zusammendrücken, das geht jetzt nicht, ich habe leider nur eine Hand frei. Alle Teile könnt ihr auseinandernehmen, selbst diese Ringe hier zum Aufhängen könnt ihr auseinandernehmen und dann könnt ihr das Ganze in die Geschirrspülmaschine packen. Auch richtig geil. Wie sich diese ganze Geschichte bei mir im Sommer an Boot bewähren darf, das zeige ich euch dann auf jeden Fall noch mal in ein paar mehr Shorts und zeige noch mal, wo ich den verwende und wie es aussieht und ob es da Streifen gibt oder nicht. Ich mache ja immer noch ein Fazit zum Ende der Saison. Aber aktuell bin ich absolut begeistert. Es ist für mich ein geiles Produkt. Innovativ, ja, und jetzt kommt der Kritikpunkt, sie sind relativ teuer. Wenn ihr die einfache Farbvariante nimmt, nicht zusammengestellt, dann liegen die irgendwo so bei 99 Euro pro Stück. Und in meinem Fall habe ich hier die Farbkombi selbst ausgewählt. Dann kostet so ein Fender 129 Euro. Das muss man natürlich auch erstmal sacken lassen. Da gebe ich euch auch recht. Das ist schon eine Menge Holz. Aber wenn ich überlege, was ich mir hier jetzt für einen Ärger spare mit diesen blöden weißen Fendern, die hier übrigens erst 2 Saison alt sind und völlig fertig aussehen. Und ja, die muss ich jetzt wieder schrubben wie ein Bekloppter und alles. Und die ich auch, wie gesagt, immer der Sonne aussetze. Ja, und diese Geräte eben nicht. Die stelle ich jetzt hier wieder rein. Zack. So, in die Ecke. Leine mit rein. Und schwuppdiwupp sind die guten Stücke hier verstaut. Kurz und knapp, man muss diesen Fender eben belasten, damit er seinen Dienst tut. Nicht so wie diese anderen weichen Dinger, die geben eben nach. Ne? Man muss sich das vorstellen wie so eine Scheuerleiste, eine richtig schöne gummierte Scheuerleiste. So müsst ihr euch so einen Fender eigentlich vorstellen. Außerdem kommt so ein Fender viel besser mit Temperaturschwankungen klar. So ein aufgeblasener Fender ist ja ganz klar, wird wahrscheinlich bei hohen Temperaturen sich eher weiter ausdehnen und aufblähen und bei niedrigen Temperaturen fehlt dann wieder ein bisschen irgendwie Luft. Dann passen die ausgedehnt nicht in die Fenderkörbe. All diese Geschichten sind eben auch damit dann Geschichte. Zu dem Thema Reibung auf dem Boot. Ich habe ja gesagt, hier sind keine Weichmacher drin und ich muss hier mal kurz auch ein bisschen das Datenblatt selber studieren. Es ist eben so, dass der Popfender keine Weichmacher enthält, deswegen entstehen auch keine Rumpfvergilbungen. Ach, ich muss noch ein bisschen hierher laufen, das Boot bewegt sich so, weil wir hier so viel Sturm haben. Gerade die Weichmacher sind der Grund, warum man Fendersocken zum Beispiel erfunden hat. Ne? Und die Fendersocken selber sind ja auch dann wieder nicht die eierlegende Wollmilchsau. Da sammelt sich dann wieder Schmutz und die Fendersocken kratzen dann auch auf dem Gelcoat, auf dem Rumpf, wo auch immer. So, und das Material Popfender verhält sich eben wie so ein Radiergummi. Ja? Keine Schlieren am Rumpf, fängt nicht an zu kleben und quietscht nicht und reibt nichts ab. Das ganze Material ist außerdem lebensmittelecht. Also hier steht es nochmal schwarz auf weiß, frei von Schadstoffen. Was heutzutage übrigens wichtig ist, klassische Fender werden eben aus PVC hergestellt, gasen dann eben auch aus. Und das ist nämlich immer dieser typische Gummigeruch, den ihr dann irgendwo bei ja, typischen PVC-Fendern habt. Hier riecht gar nichts. Zum Thema Größe dieser Fender kann ich euch nochmal sagen, ich weiß, dass man daran arbeitet, noch etwas größere Fender zu produzieren, aber in der Regel reichen die Fender bis Boote 32, 34 Fuß locker aus. Ihr braucht nicht so Riesenfender. Klar, wenn ihr natürlich an so eine riesen Kaimauer fahrt, wo sonst Frachtcontainer anhalten, wo irgendwie eine Spundwand ist, die immer so Einbuchtungen hat, dann ist klar, da werdet ihr aber auch mit den normalen Fendern nichts. Ne? Da müsst ihr dann auch Riesenkugelfender haben. Ja. Ich denke, so viele Vorteile, wie die Dinge haben und gerade in der heutigen Zeit, wo diese Fender, diese normalen PVC-Fender ja auch irgendwie überall rumschwimmen, jeder benutzt sie nur einmal, dann sind sie unansehnlich und dann kauft man wieder für 20 Euro bei vermeintlichen Insolvenzen AWN wieder neue Fender, weil die Farbe dann doch nicht mehr toll ist und weil sie dann doch wieder aufgebläht waren oder geplatzt sind und so weiter. Und wenn ihr das mal hochrechnet, ihr kauft euch irgendwie, keine Ahnung, alle 2 Jahre irgendwie neue Fender, dann kauft euch doch einmal richtige Fender. Und glaubt mir, die Dinger sind wirklich geil. Wenn ihr hier aus der Nähe von Schleswig-Holstein oder Lübeck kommt und die Dinger noch nicht angefasst habt und hier, ihr seht mich mal irgendwo vertrave,
Sprecht mich gerne an, ihr könnt die Dinger ja auch gerne mal anfassen dann oder testen wir die mal in eurem Boot oder so. Ich hoffe, damit konnte ich euch erstmal einen kleinen Einblick in diese ganze Materie Popfender geben. Wie ich am Anfang sagte, werden wir die ganze Geschichte nochmal schön auch in der Saison zwischen Booten zeigen. Immer mal wieder werde ich das mal einblenden, gucken, ob irgendwie ja irgendwas Abnutzungserscheinungen sind, ob irgendwo eine Farbe ausgeblichen ist. Ja, wenn mir was auffällt, melde ich mich. Bis dahin, alles Gute, ihr Lieben. Ihr seht schon, ich bewege mich hier so krass. Hier ist zwar Bombenwetter, aber total windig. Ja, jetzt bin ich schon fast aus dem Kamerabild. Ja, seht zu, ne? Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.